Hallöchen, liebe Freunde, grüßt euch, Servus. Ja, weiter geht's auf dem Kanal vom Old Gaming Dead LP mit dem Spiel Medieval Dynasty auf der Map Oxbow. Und ja, ihr mögt mir mal verzeihen, dass es durchaus jetzt ein paar Videofolgen sein könnten, die vielleicht zum Anschauen etwas ja nicht ganz so spektakulär sind, keine Überfälle und so weiter, keine Banditenjagden. Wir müssen uns hier mal mit dem Mikromanagement ein wenig auseinandersetzen. Das gehört auch mit dazu, denn sonst floriert unser Dorf nicht, beziehungsweise uns gehen Sachen weg. Ressourcen weg oder Material weg, die wir eigentlich ja dringend brauchen. Hier schenken die Schwammerl rum und keiner sammelt sie ein. Okay, alles klar. Na gut, kann man nichts dagegen machen. Oder selber sammeln, ne? Ja, wir werden jetzt erst einmal vorab machen wir erst einmal die zwei Häuser hier fertig. Da brauchen wir Stein. Es könnte sein, dass wir noch einmal nach Skauki reiten müssen und holen noch mal Steine und nehmen wir gleich noch einmal Erz mit. Jetzt müssen wir bloß mal schauen. Eisen, 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 Eisenpfeil. Eisenspitzhacke, 61%. Ja, die könnte uns noch langen. Dann werden wir erst einmal uns etwas zum Essen. Oh, wir haben bloß noch 7 gebratene Fleisch. Okay, und dann Eintopf. Ja gut, ist nicht ganz so schlimm. Dann rufen wir mal unseren Esel. Eselchen, von welcher Seite wirst du angetrabt kommen? Dass der immer aus verschiedenen Richtungen kommt, ich weiß auch nicht, aber wahrscheinlich gefällt es dem. Wieso habe ich auf der Landkarte ja gleich eine Markierung gesetzt? Warum? Ach so, das ist der Weg, wo man dann hier rüber wechselt und dann nach Osteuer den Berg runter saust. Okay, alles klar. Jo, und was haben wir hier? Ach so, da haben wir noch so eine doofe Quest. Ich glaube, da müssen wir 12 Hasen jagen. Oh, da müssen wir uns beeilen. So viele Tage haben wir eigentlich gar nicht mehr. So, wie spät haben wir es? 10:32 Uhr. Das ist natürlich auch nicht gerade unbedingt jetzt. Ja, komm, steig auf. Das ist auch nicht unbedingt jetzt förderlich. Aber es hilft nichts. Komm, Esel, geh weg, sonst reite ich dich drüber rüber. Okay, also auf geht's. Werden wir nochmal nach Skauki schnell reiten und vorsichtshalber noch ein paar Steine mitnehmen. So 100 Stück. Dann kommen wir schon mal ein Stück weit. Dann haben wir hier drüben noch zwei Bären an der Höhle. Die werden wir heute erledigen. Und dann werden wir gleich mal Fleisch brutzeln. Und Fisch haben wir so viel, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Das werden wir dann also auch erledigen müssen in den nächsten Tagen, dass wir den Fisch wegbringen. Weil er muss ja nicht unbedingt verderben, wenn wir Geld dafür kriegen können, ne? Gut, und bis wir jetzt in Skauki in der Höhle sind, mache ich für euch eine Pause. Sonst wird es wieder zu lang und eintönig. So, weiter geht's. In der Höhle angekommen, da sehen wir wieder nicht recht viel, weil es wird dann immer dunkler. Und während ich jetzt hier die restlichen Sachen einsammle an Steine, weil wir haben ja alles Erz, haben wir ja schon abgebuddelt. Also wir haben ja nur noch Salz übrig. Silz, Salz, Sulz. Wo ist denn das Salz? Salz ist auch keins mehr da? Doch. Nö, auch nicht. Ja, tun wir wieder. Wo ist denn das Salz hin? Weil dann nehmen wir nämlich auch noch Salz mit, weil Erze sind ja keine mehr da. Das heißt, müssen wir ein bisschen Salz abbauen.
beißt die Maus normalerweise keinen Faden ab, aber das Salz können wir ja erstens verkaufen und zweitens können wir ja unser Fleisch einpökeln. So, da sind wir schon wieder am Ausgang. Da hätten wir hier noch einmal Salz. Und dann laufen wir noch einmal oben rum. Tja, da gibt es also wirklich kein Erz mehr. Das Erz gibt es erst wieder, wenn die neue Jahreszeit gekommen ist. Was war denn da gestanden? Was? Ach so, Stein. Ja gut, dann heben wir halt unsere Steine auf, die wir weggeschmissen haben. Deswegen sind wir ja eigentlich auch massiv hier rüber gegangen. Weniger um Salz zu farmen. Ach so, ich bin schon wieder überladen. Okay, Dankeschön, Dankeschön. Nein, das wollten wir nicht. Also müssen wir rausschmeißen ein bisschen nicht Stein. Ein bisschen Salz rausschmeißen, weil wir wollten ja eigentlich wegen die Steine hier rüber. War halt doch ein bisschen zu viel. So. Also geht's ruckzuck zurück zum Esel. Werden wir mal dem Esel erst einmal wieder alles aufbürden. Der sitzt da gemütlich auf der Bank und hat nichts zu tun. So, Eselchen, komm. So, der kommt wahrscheinlich wieder hier aus der Höhle raus. Ja, da kommt er schon, siehst du. Könnte auch mal ein bisschen schneller laufen, der lustige Esel hier. Ja, genau. So, pass auf. Nein. Er steigt doch nicht auf, wenn es nicht sein muss. So, also du kriegst jetzt erst einmal Salz. Nicht viel, aber ein bisschen was. Wichtig sind Steine erst einmal. Und dann wollte ich mal gucken. Warte mal, den Titel in die Hand nehmen. Moment, lass mich mal was überlegen. Es gibt hier Felsen ist blockiert. Was heißt das jetzt? Du kannst diese Ressource nicht sammeln. Dieses Gebiet ist dafür gesperrt. Okay, da warte mal. Warte mal, wie weit geht denn das Tal? Ach so. Das ist alles Felsen, also ist das alles blockiert. Okay, dann hat es hier keinen Sinn, das zu versuchen. Also müssten wir woanders hinreiten. Aber das ist jetzt mir zu lang. Jetzt sammeln wir mal noch die restlichen Steine ein. Irgendwo waren hier noch. Da, ja, ist ja gut. Wo liegen hier Steine von mir? Ich habe doch hier massig Steine weggeschmissen immer. Müssen doch noch ein Haufen Steine rumliegen. Die sind etwas weißlicher als wie die Steine hier. Ach ja. Ja, wo sind sie denn? Da haben wir noch. Und ja, Sackel Zement aber auch. Da müssen doch noch Steine liegen. Ach so, von da sind wir runtergehüpft. Dann können nur noch hier welche rumliegen, gegebenenfalls. Ja. Und keine Steine mehr. Doch, da liegen noch welche. Ich habe doch. Ah, jetzt hab ich zu viel, ne? Jetzt habe ich zu viel Stein. Also müssen wir wieder welche wegschmeißen. Daram, 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 daram. So.
Dann gehen wir gleich mal zum Eselchen und bis ich bei Eselchen bin, mache ich für euch erst einmal eine Pause. Na. So, Pause mal unterbrechen. Jetzt schauen wir mal. Wir haben insgesamt 179 Kilo auf dem Esel und wir selber haben 138 Kilo und 84 Steine. Okay, das heißt also, wir brauchen gar nicht erst reiten wollen. Ja, ist gut. Das hat nämlich gar keinen Sinn, dass wir reiten. Jetzt schwebt der Kerl schon wieder in der Luft. Und? Wann bist du fertig? Wann geht denn die Luft aus? Nicht. Sehr gut. Sehr gut. So, mogeln wir uns einmal hier hoch. Und dann werden wir mal. Ja, Felsen blockiert ist gut, ne? Ich brauche ja nirgendwo anders Steine abgraben. Also zumindest jetzt in dem Zustand nicht, weil ich bin ja schon komplett wieder fast überladen. Dann rufen wir schon mal unseren Esel, dass der zeitgerecht nachkommt. So, dann mache ich für euch erst einmal eine Pause, bis wir wieder zu Hause sind. Ist das da drüben? Das da drüben ist eine. Das ist eine Tanne, das ist kein Mensch. Okay, alles klar. Alles klar. Habe ich mich etwas getäuscht? So, Bärchen müssen wir ja auch noch jagen. Ach Gott, wir sind ja so im Stress, ne? Also mache ich erst einmal eine Pause für euch. So, machen wir wieder kurz weiter. Bin an der Truhe. So, erst einmal die Steine ausladen. Und dann schauen wir mal, wo unser Eselchen ist. Mal schauen, wo der sich wieder hingestellt hat. Bei 179 Kilo, das ist natürlich schon. Ist schon. Ach, da ist er. Okay, also komm mit. Komm. Ja. Motz nicht rum und komm mit. Also gut, wenn du nicht mitkommst, dann aufsteigen. Dann werden wir die paar Meter, werden wir dann langsam mit dir dahin reiten, weil schneller kann er halt nicht, ne? Mit 179 Kilo. So, dann stellen wir dich gleich mal hier neben der Box wieder ab. Ja, ja. Giddy up, giddy up. Giddy, gib ab. So, also pass auf. Jetzt pass mal auf. Kann man das jetzt so machen? Wir machen die Truhe auf. F transferieren. Geht aber nur von hier nach hier. Stapel transferieren. Gegenstände sortieren. Es hilft uns alles nichts. Wenn man die jetzt auflässt, geht auch nicht. Ne? Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, Stapel transferieren. Wir können nicht direkt gleich in die Box einladen. Das ist natürlich schon schade. Aber na gut. So, dann hätten wir den Esel erst einmal leer gemacht. Dann machen wir uns wieder leer. So, Steinchen. Ach so, ja. Alles klar. Aber ich brauche ja auch Stein. Ah, ich bin dumm.
Könnt ihr ja in den Kommentar schreiben, ne? Der Old Gaming Dead, der Holzkopf, braucht ja Stein. 644 haben wir Stein, okay. Im Stock haben wir auch schon wieder recht viel. Okay, Stein. Passen wir auf. Titan, du kriegst auch noch ein bisschen Stein. So, dass ich laufen kann. Okay. Du kannst laufen, ich kann reiten. Und dann auf. Müssen wir noch mal ganz schnell zu unsere neuen Häuser. Und dann müssen wir schnell mal weitermachen hier. Okay, absteigen. Oder mal ein bisschen näher ans Haus. So. Vielleicht bringt es uns welche Vorteile. Hämmerchen in die Hand nehmen. Und dann haben wir gesagt. Okay, wunderbar. Holzstamm. Was brauchen wir denn hier drüben? Haben wir hier schon alles verbuddelt? Holzstamm, Steine können wir machen. Okay, da haben wir ja a lot of, ne? Haben wir das alles schon mit Stein gemacht? Ich habe doch das mit Stein gemacht. Was soll denn der Scheiß? Ach, das kann nicht wahr sein, hey. Nein. Wände. Stein. Und dann haben wir hier. Ach komm. Was haben wir hier? Wände. Nee, Schmann. Rück. Wände mit Türen, nein, Wände mit. Ja, kein Scheiß hier. Wände mit Fenster, so. Okay. Normale Wand. Steinwand. Wand mit Fenster. Jetzt mal verdrück ich mich. Wand mit Fenster aus Stein, okay. Ja, ich denke auch manchmal so, aber nicht immer, ne? Wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? Dann brauchen wir hier normale Wand. Hallo, normale Wand. Stein. Hat er das jetzt gemacht? Normale Wand, Stein. Und warum wird die jetzt nicht gelb? Stein. Es gibt Hindernisse. Wieso Hindernisse? Welche Hindernisse gibt es denn hier? Was so ein Schmarrn. Hallo. So ein Blödsinn aber auch. So, jetzt brauchen wir nochmal Steine. Steinchen komm, Steinchen her. Nimm das Leben nicht so schwer. Okay, mache erst einmal eine Pause für euch. Sonst wird es wieder zu lang. So, die Pause mal wieder wegmachen. So, unsere zwei Steinhäuser mal fertig. Einmal das kleine hier und im Hintergrund dieses große, wo dann drei Leute drin sein können. Ne, vier. Vier können drin sein. In den kleinen können drei drinnen sein, also Ehepaar, ein Kind. Und in dem großen können drinnen sein, Ehepaar und zwei Kinder. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Lass uns mal reingucken. 1, 2, 3,
Hier, genau. Ehepaar und die zwei Kinder. Gut, genau, so ist es. So, Kumpel, ich gehe ins Bett. Tschüss, Dankeschön, dass du Wache hältst. Freut mich. Ich gehe mich jetzt erst einmal ausruhen. Und dann machen wir wieder weiter. Und dann kümmern wir uns mal um den Mikrokosmos hier in unserem Spiel, was wir alles einstellen müssen. Oder wie es jetzt momentan gerade ausschaut mit unseren Einstellungen. So, hallo, grüß dich. How is life treating you? Ja, ich könnte einen Happen vertragen. Ah, ich kriege eine Birne von dir. Ach, du bist die Beste. See you around. Wunderbar. So, ich brauche Essen. Essen, Essen, Essen. Nehmen wir mal einen Eintopf. Oh ja, der macht auch ganz schön satt. Okay. Dann holen wir uns schnell einen Schluck Wasser. Okay. Das langt erst einmal. So. Na, ihr lieben Dörfler. Setzt ihr euch wieder alle zusammen vor der Arbeit und ratscht ein wenig. Die neuesten Schichten erzählen. Okay, alles klar. Prima. Passt schon. Jo, also. Bis nachher, liebe Freunde. So, die Pause mal wieder unterbrochen. So, jetzt werden wir mal schauen. Wir haben ja drei Verkaufshütten, also drei Marktstände. Und ich habe ja die Marktstände. Wir schauen einfach mal rein in die Verwaltung. Und dann gehen wir mal auf einen Marktstand. Dienstleistung, Marktstand für Nahrung. So, da gucken wir mal rein. Und ich habe ja alles auf pausiert gestellt, weil die mir einfach zu viel verkauft haben. Und jetzt müssen wir mal schauen. Wir gehen am besten mal zu Rohstoffe und schauen mal Brennholz. Holzstämme 153. So, jetzt pass mal auf. Ich schreibe mir jetzt mal schnell was auf. Holzstämme 153 und wir nehmen noch als nächstes Bretter, nein, Brennholz. Brennholz haben wir 288. So, Etzetle, schauen wir mal ins Lager. Ach so, können wir da bleiben? Gehen wir mal auf ein Lager, Materiallager. Und dann gucken wir, was haben wir Brennholz? Wir haben Brennholz 288 und Baumstämme. Na komm. Drim, 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 drim. Wo bin ich denn? Holz, 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 Holzstamm. 153. Das ist das, was wir eingelagert haben. Ich hatte gedacht oder ich war der Meinung, dass die Marktstände nur das verkaufen, was überschüssig ist. Denn wir wissen ja, wenn wir jetzt da drauf gehen, gehen wir mal raus und gehen drauf auf Gewinnung. Gehen wir mal auf den Holzschuppen. Wir sehen ja, bei Holzstamm habe ich 49% eingestellt. Wollen Sie machen? Und wir sehen 115,78. Das ist das, was laufend am Tag benötigt wird, glaube ich. Glaube ich. Also wer es weiß, kann mir es bitte mal schreiben im Kommentar, ob das wirklich so stimmt, dass 115,78 Holzstämme benötigt werden, um dann eben Stock, Brennholz etc. Zu fertigen. Ne? Also hier sind es, ne, warte mal. Oder ja, 115 Stämme pro Tag würde der machen. Beziehungsweise er würde machen mal 4. 43,89 Holz, also Brennholzstöße A, Päckchen mit 4 Stück drinnen. Sehe ich das so richtig?
Also das heißt, man wüsste eigentlich ja auch den Bedarf, den das Dorf hat. Und da bin ich davon ausgegangen, dass die Marktstände nur das verkaufen, was überschüssig ist. Aber dem ist anscheinend wohl so nicht, denn die verkaufen wohl alles komplett, unerheblich davon, ob den Bewohnern dann noch was zum Heizen oder Essen übrig bleibt. Das bedeutet, wir werden einmal im nächsten Video versuchen, mal eine Sache auf 100% im Verkauf zu setzen. Na, was macht ihr zwei denn da? Techtelmechtel? Nur steht aber zu weit entfernt, ne? Ah, tschüss, hat er gesagt. Geh an die Arbeit, hat er gemeint. Okay, alles klar. Ja, das müssen wir mal rausfinden, wie das funktioniert. Denn es ist ja natürlich schlecht, wenn wir unsere Marktstände öffnen und sagen, okay, verkauf so und so viel Prozent von dem und dem. Selbst wenn es dann bloß 1% ist. Und zum Schluss machen die unsere Lager leer. Wir haben zwar Geld eingenommen, aber wir haben dann für die Bevölkerung nichts mehr, ne? Weil die uns alles wegverkaufen. Das wäre natürlich nicht schön. Das wäre überhaupt nicht schön. So, warum bin ich denn eigentlich überladen? Ach ja, gute Frage. Warum bin ich überladen? Ach so, Inventar. Sorry, sorry, sorry. Federn, Holz. Wieso habe ich ja Holzschale? Wieso habe ich. Ja, gut, dass ich das habe, leuchtet mir ein. Aber wo kommt die Holzschale her? Das verstehe ich jetzt wieder mal gar nicht. Ich habe doch gar keine Holzschale genommen. Oder habe ich irgendwas angeklickt wieder mal? Kann natürlich auch möglich gewesen sein. Also ziehen wir erst einmal das schnell mal hier rüber. Die Holzschale auch. Die Holzstämme mal rüber. Steine rüber. Weil die zwei Häuser haben wir ja fertig gemacht. Stöcke können wir auch weglegen. Und Stroh ist natürlich nicht viel, aber das können wir auch weglegen. So, warte mal. Die Kräuterkundlerin. Hat die irgendwas mit Stroh zu tun? Moment mal. Gehen wir mal schnell hin und gucken mal. Die muss machen. Beeren. Okay, das kann sie machen. Wer macht denn Stroh? Die macht bloß Pilze, Heiltränke, Gifttränke, Vergiftungssachen. Nee, die macht kein Stroh. Warte mal, wer war denn das? Wer macht denn Stroh? Der Holzfuzzi? Der Holzfuzzi macht doch kein Stroh. Der Holzfuzzi macht doch Bretter, Brennholz, Stock, Stamm. One day, carpenters will be the most recognized craftsmen in the Haben wir world. jetzt eigentlich hier Leute drin? Ja, der Odolan und die Gozimira. Okay, alles klar. Wer macht denn Stroh? Kein Mensch macht Stroh, oder? Das ist die Werkstatt, die macht kein Stroh. Werkstatt? Ne, die macht kein Stroh. Die Näherin macht auch kein Stroh. Machen die hier Stroh? Hoppala. Machen die hier Stroh? Machen die Stroh? Tierfutter, Mohnsamen, Weizenkorn, Hafer, Roggen, Trompenwurf, Dünger. Wieso Dünger? Kein Material. So ein Schmann. Haben wir doch. Dünger. Wieso haben wir hier zweimal Dünger? Warte mal. Dünger. Aus Verdorbenen und Dünger aus Dung. Aha, okay, alles klar. Also die machen auch kein Stroh. Ja, dünner Wetter, wer macht denn hier Stroh überhaupt? Gar keiner, ne? Was machen die hier? Was? Die hat keine Säckchen? Erzähl keinen Scheiß. Wir haben doch Säckchen. Also, ach so, die hat nichts, keine Gegenstände, okay.
können wir auch nichts einstellen. Details anzeigen, hilft uns das was? Nö. Nö, das hilft uns überhaupt gar nichts. Also keine Ahnung, wer hier Strom macht. Keine Ahnung, aber da liegt ein Stein. Den können wir gleich mal mitnehmen. Da liegt nochmal einer. Alles aufsammeln, was uns hier so gehört, ne? Und dann nochmal gleich wieder weglegen. Ja, also so hundertprozentig, muss ich ganz ehrlich sagen, steige ich so in manchen Sachen nicht ganz durch. Beziehungsweise man könnte natürlich durchsteigen, indem dass man sich alles notiert und dann einfach einen Tag lang oder zwei Tage lang die ganze Sache beobachtet und dann das Endergebnis wieder sich notiert, vergleicht. Aber das ist schon ein bisschen aufwendig, wenn man das machen muss. Drum lassen wir das auch mal und schauen. Vielleicht haben wir ja viel Glück und kommen so dahinter. Okay, ja, wir sind jetzt schon wieder bei 31 Minuten und haben eigentlich euch gar nichts gezeigt oder so gut wie nichts, ne? Wir werden jetzt erst einmal zwei Leute oder mehr Leute einstellen. Ist wurscht, welchen Level die haben. Also mir ist es egal. Die müssen bloß altersmäßig zueinander passen. Und dann tun wir jetzt erst einmal hier das Video beenden. Das nächste Video wird sich auch wieder mit den Einstellungen... Was macht denn der? Kann der nicht laufen? Hey, du bist ja... Hast du ein Skateboard oder irgend sowas? Rollschuh? Gleitschuh? Luftschuh? Na sauber, sag ich. Der gleitet da dahin, ne? Ja, Wahnsinn, der läuft rückwärts dabei, ne? Einwandfrei, sag ich. Wo gehst denn du hin? Ach nee! Ach nee! Ey, du... Bist du jetzt Jeck? Die habe ich doch extra stehen lassen, die Bäume. Damit es ein bisschen schön im Dorf ausschaut. Du kannst ja den einfachen Baum abhacken hier. Geh in den Wald. One day, carpenters will be the most recognized craftsman in the world. Ich glaube, ich spinne. Macht der den Baum kaputt? Aber der bleibt wenigstens stehen. Naja, gut, okay. Dann kannst du hier so lange rumhocken, hacken, nicht hocken, sondern hacken, wie du willst. Juckt mich dann eigentlich auch nicht, okay? Wenn die Bäume stehen bleiben, ist das ja in Ordnung. Ansonsten, du fauler Hund, geh in den Wald, Mensch. Da drüben sind tausende von Bäumen. Dann braucht der lang. Ja, der muss noch ein bisschen von mir lernen. Also ich bin da wesentlich schneller, ne? Und wie viele Bäume hast du jetzt da? Wo gehst du denn jetzt hin? Ja, was jetzt? Die Aussicht genießen oder was? Hä? Hallo? Ist dein Tagewerk vollbracht oder was? Zwei Bäumchen gehackt. Gehackt, ja, gehackt. Und jetzt guckt er darüber und klotzt. Lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Ja, ich glaube, ich bin hey. Also, das ist ja so Erfolg hier. Jetzt geht er weiter. Wo geht er denn jetzt hin? Also, hallo. Musst du jetzt übers Feld trampeln? It's easy to talk with me. I just don't like conversations about the weather, crops, animals, children, politics, work. Alles klar. Ich muss ja mal was trinken gehen. Ja, das kann ja nicht sein, oder? Wo ist er denn jetzt? Läuft er da rüber? Ey, du sollst dir hier nicht die Gegend angucken. Du bist hier zum Arbeiten, Freund. Brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir so wenig Holz haben. Jetzt geht er da rüber in den Wald, oder was?
Ja, den werden wir jetzt schnell nochmal beobachten müssen. Wo läuft er denn hin? Ach, das sind Steine. Dann nehmen wir halt gleich nochmal ein paar Steine noch mit. Steine kann man immer gebrauchen. So, wo ist er denn? Da vorne ist er. Dass wir ihn nicht aus die Augen verlieren, den Kerl, ne? Aber der könnte ja wenigstens auf dem Weg, wenn er ist, schon mal ein bisschen was Eis sammeln, ne? Oh Mann, hey. Das ist so eine Arbeitsmoral von denen hier. Hält's im Kopf nicht aus. So, wo läufst du denn eigentlich hin? Der läuft an alle Bäume vorbei. Jetzt macht er einen Spaziergang wahrscheinlich. So, ein bisschen Zweige gleich mitnehmen. Da liegt nochmal der Stein. Na komm, nimm den Stein. Wo will denn der Bäume fällen? Das ist mir ein bisschen rätselhaft, ne? Ja, manchmal kann man das oder da liegt der tote Hase rum. Den nehmen wir doch gleich mit. Mein, was wir alles so finden, wenn wir den Leuten hinterher schleichen. Ach nee, den Baum hast du dir jetzt ausgesucht. Da läufst du ums halbe Dorf rum. Und da hinten sind so viele Bäume. Nee, du hör auf. Ist kein Wunder, dass wir nichts zusammenkriegen, hey. Naja, gut, okay. Jetzt weiß ich, was der Schlummi gemacht hat. Ach so, ich wollte ja Bären jagen, ne? Bären jagen. Ah, jetzt bin ich aber schon ein bisschen voll, ne? So, und wo läuft er denn jetzt hin? Jetzt sag nicht, dass der jetzt den ganzen Weg wieder umsonst zurückläuft, ne? Nee. Also die haben eine Arbeitsmoral. Also ich glaube, ich gucke denen lieber nicht mehr zu, weil sonst komme ich noch auf eine blöde Idee und tue den entlassen müssen. So, da tun wir jetzt mal schnell noch die Steine weg. Und dann sind wir bei 37 Minuten und nichts ist passiert, ne? Kei. Pelze. Der Hase hat 2 Pelze ergeben, okay. 32 Steinchen. Echt? So viel haben wir gefunden. Was sauber, sag ich. Ja, na gut. Okay, dann soll es das erstmal gewesen sein, liebe Leute. Was haben denn die schon wieder für Probleme mit ihrem... Warte mal, was brauchen sie denn? Brauchen die irgendwas? Haben die hier irgendwas, was sie brauchen? Wo sind wir denn jetzt? Scheune. Feldschuppen. Scheu. Warum geht es jetzt nicht? Die Scheune, die braucht Material. Aber was für Material, ne? Also für Leinsamen haben sie keins, für Dünger haben sie kein Material. Ja gut, okay. Ist klar, wenn wir kein Material haben, können sie natürlich nichts machen. Okay. Dann müssen wir jetzt das Video beenden und gehen dann gleich mal ins nächste Video. Wie spät haben wir es denn? 13 Uhr. Gut, dann können wir die 2 Bären im nächsten Video noch jagen, Fleisch machen und dann verkaufen wir Fleisch und Fisch. Ja gut, Leute. Dann sage ich danke fürs Reingucken. Denkt an ein Like, an einen Kommentar. Zieht ein Abo vom Kanal, macht die Glocke an, dann seid ihr immer informiert, was ich hochlade. Und dann sage ich Dankeschön, schaut in die Videobeschreibung. Da findet ihr einige Links, unter anderem auch zur Lake Sun. Die hat einen schönen Kanal, die spielt auch herrliche Spiele. Schaut da mal rein und wenn ihr bei ihr auf dem Kanal seid, dann schreibt halt in den Kommentar rein bei ihr, ihr kommt vom Old Gaming Dad LP, gell? Dann wissen wir alle beide Bescheid und freuen uns drüber. Okidoki, also dann,
bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci.